Und wir sind pünktlich zurück mit dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld. Moritz, du bist Herr der Statistiken. Sag mal kurz was zum Verlauf beider Mannschaften im Turnier bisher. Bielefeld auf jeden Fall überrascht. Zweimal gewonnen bisher gegen Stuttgart und gegen den BVB mit 3:1 gegen die Schwaben und mit 3:2 gegen den Vorjahresfinalisten Düsseldorf. Am ersten Spieltag bei ihrer Turnierpremiere, beim ersten Spiel in der Geschichte des Freeway Cups mit 3:2 gegen die Wölfe verloren, aber dann überzeugender Auftritt, 3:0 gewonnen gegen die Stuttgarter. Trotzdem sehe ich hier die Arminia ein bisschen im Vorteil, einfach aufgrund der Ergebnisse bisher. Haben mir extrem gut gefallen in den ersten Spielen, aber müssen wir erstmal sehen, was diese Leistung in den ersten beiden Spielen wert war. Sind natürlich prinzipiell von der Liga erstmal in den meisten Spielen im Nachteil als Landesligist nur. Eigentlich sogar in allen Spielen, außer gegen die Mühlenkreisauswahl, sind sie eine Liga unter ihrem Gegner mindestens. Hat man bisher aber noch nicht gesehen. So, erster Angriff hier für die Bielefelder. Gute Möglichkeit. Das war schon härteres Einsteigen. Zeit ist noch angehalten. Bielefeld wechselt jetzt auf. Kapitän Henry Ernster am Boden. Schiedsrichter der Partie Jasper Ehlers. Tus Gelmek. Ich wollte sie gerade loben, dass sie da spielerisch bleiben. Und dann wurde das doch bestraft. Torschütze da Düsseldorfs, Lennart Wagemann. Hatten es eigentlich schon geklärt, fand ich. Und dann landet da der Pass als Abpraller. So hier. Gut abgeschirmt, rübergespielt, zurück zum Torwart. Das fand ich stark. Und dann hätte er dann zur Seite spielen müssen. Sagt sich jetzt so leicht unter Druck. Bielefelder Bank fordert dann noch ein Handspiel, aber ich glaube, das können wir vernachlässigen. Lübecker Keller hat sich nicht gemeldet, auf jeden Fall. Das wäre doch noch schöner, ein Videoassistent beim Freeway Cup. Und bei uns ist dann die Review Area für die Schiedsrichter. Nächste Möglichkeit. Gerade für die Düsseldorfer. Starke Parade jetzt. Da. Vom Bielefelder Keeper. Macht er. Sein ja, Fehler war es ja gar nicht richtig. Nee. Seinen kleinen Fehler vom 1:0. Wieder gut. Kratzt den Ball da richtig schön aus dem Winkel. Und verhindert hier damit das 2:0. Versuchen jetzt hinten raus kurz zu spielen. Und Düsseldorf ist wieder da. Macht wieder Druck. Diesmal allerdings ohne Erfolg. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Rechts ist ganz viel Platz quergelegt. Nicht ganz. Kommt er nicht mehr ganz dran. Ist der Treffer. 2:0 für Fortuna Düsseldorf. Diesmal erfolgreich. Ben Euler mit der Nummer 9. 2:0. So, hier sehen wir es. Auch stark gespielt. Erster Ball ins Zentrum, dann wieder raus und sofort vollendet. Also auch hier wieder so ein bisschen gegenteiliger Eindruck, ne? Vom Anfang des Tages. Aber auch da, Landesligist, ganz, ganz hohe Intensität. Es kann auch ein wenig der Akku sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass Trainer Marcel Pascal Drobe trotz des Ergebnisses hier, auch wenn das hier
im letzten Spiel verloren gehen sollte, zufrieden sein wird mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Sinnvoll im Soll mit 6 Punkten bisher. Stuttgart und dem BVB geschlagen. Ich glaube, mit so einem Start, er hat es natürlich seiner Mannschaft wahrscheinlich nicht so gesagt, aber hat er vielleicht auch nicht so ganz gerechnet, dass man hier zweimal gegen die Stuttgarter wirklich verdient und schon mit 3:1 relativ deutlich das Parkett als Sieger verlässt. Da schmerzt das Ergebnis in diesem Spiel auch nicht so ganz, als wenn man die ersten beiden Spiele nicht so erfolgreich gestaltet hätte. Trotzdem möchte man hier natürlich nicht untergehen. Und das Ganze nimmt allerdings seinen Lauf. 3:0 für Fortuna Düsseldorf. Enes Yilmaz trocken überlegt. Keine Chance für den Bielefelder Keeper. 3:0 für die Düsseldorfer. So langsam wird es deutlich. Schön gemacht. Täuscht den Pass an. Verteidiger Verletter und dann der trockene Abschluss ins lange, ins rechte Eck. Starke Aktion da von der Nummer 6 der Düsseldorfer. Gut ausgespielt jetzt. Aber Martin Fu. Vorder Düsseldorf war sehr aufmerksam. Ball jetzt gespielt, aber wieder Fu mit der Parade. Nichts passiert. Schön aussteigen lassen da. Die Nummer 15 der Arminia. Ersin Cicar, starke Aktion. Der Abschluss dann allerdings zu ungefährlich. Und Achtung, jetzt kommt nochmal die Parade. Martin Fuch. Und eben dann Let's Dance auf der Torlinie mit dem Düsseldorfer Keeper. So, da sehen wir es nochmal. Let's Dance. Danke auch da nochmal an die Regie. Perfekt. Haben wir das auch nochmal eingefangen. Abzüge in der B-Note. Ja. Wird ich dazu mal sagen. Allerdings gerade noch gut gegangen für die Fortunen. Moritz Knorr, der Joachim Lambi des Müllkreises. Und wieder flippert der Ball da. Hinten durch die Abwehr rein der Fortuna. Wieder Glück. Zweiter Ball landet bei der Arminia. Quer gespielt, Chance. Fu ist da. Rettet da. Vorm Einschuss bereiten. Henry Schöning. Da hat unser Mann mit der Brille, Justin Francis, mal kurz eben diese verloren. Das ist dann eben auch das Risiko, was da mit dabei ist. Aber Bielefeld steckt nicht auf, ne? Nein, definitiv nicht. Weiter Gas. Coole Einstellung, finde ich. Spielen weiter nach vorne, wollen unbedingt noch einen Anschluss machen. Ich sag mal, die könnten jetzt auch sagen, Mensch, es geht auf Samstagabend zu, das Hotelbuffet wartet. Und so ein Wackelpudding mehr wird wohl in Düsseldorf angestellt. Für eine ganz überzeugende Vorstellung im letzten Spiel des Tages. Ken Shuangui mit dem 4:0. So, sehen wir jetzt nochmal. Schön zurückgelegt, ganz überlegt. Dann sehr konsequent.
So, Ehlers wird sauer. Einmal alles geklärt und weiter geht's. Gute Körpersprache. An sich, wie Schiedsrichter Moritz, das vielleicht auch schon mal als kleines Resümee am Samstag. Ja, überragend, oder? Definitiv. Machen es genau, wie man es machen muss. Unauffällig sind da. Zeigen den Spielern hier genau die Linie auf, über die sie nicht gehen dürfen. Mit den harten Einsätzen an der Bande, dass das bestraft wird. Während die Arminia hier fast noch zum Ehrentreffer kommt. Und wir haben wirklich dieses fiese Mittel der Wiederholung. Also wir können ja ganz genau die Lupe drauflegen, aber die Anzahl an Fehlentscheidungen, null. Und klar, Graubereiche gibt es immer, aber das ist ja verschwindend gering. Also ich finde auch von der Art und Weise her, also großes Lob an die Schiedsrichter bis dato. Wirklich ein toller Auftritt, finde ich. Überragende Arbeit durch die Bank weg. Die gehören hier wirklich auch mal gelobt. Ja, morgen dann noch mal eine neue Stufe mit den K.O.-Spielen, wenn es dann richtig heiß hergeht. Schade, der Hackentrick schön anzuschauen gewesen. Morgen dann natürlich noch mal eine andere Intensität in den Duellen, aber ich finde, auf diesen Start können die schon mal viel Selbstvertrauen auch mitnehmen. Auch für die natürlich was ganz Besonderes hier in dieser Halle. So, hier noch mal der doppelte Übersteiger und dann, schade, das wäre eine herausragende Kombination gewesen. Irgendein Spielverderber wieder reingegrätscht hier. Nächste Möglichkeit. Ah. 1,5 Minuten vor dem Ende. Auch immer noch, sie geben nicht auf. Also Bielefeld. Guter Auftritt bis hierhin. Jetzt nochmal die Düsseldorfer, allerdings der Ballverlust und deshalb die schnelle Umschaltmöglichkeit. Rosen die allerdings mit dem Fehlpass, dann Justin Francis im Zusammenspiel. Allerdings dann nicht der Abschluss, der kommt. Und deshalb nochmal Bielefeld, schöner Pass. Fuß ist draußen, nicht entschlossen genug, Querpass, zu ungenau. Und so rollt der nächste Angriff. Das ist wieder Arminia. Ballverlust. Da ist wieder der Hühne. Der Fels in der Brandung. Ubes Mati Batachi, der sich da durchsetzt. Das ist schon wirklich, also da sucht man vergeblich nach Konkurrenten, was die Körperlichkeit angeht, ja, bei diesem Freeway Cup. Fakt. So, die Fritteusen können angeschmissen werden mit diesem Ehrentreffer. Verabschieden sich Fortuna und Bielefeld aus diesem Samstag, ab ins Hotel und ab zum Abendessen. Das war's. Nette Partie. Lob an Bielefeld für die Mentalität. Glückwunsch nach Düsseldorf. Wir sind gleich wieder da mit dem nächsten Spiel.